Die Menschen zerfallen in Schafe und in Wölfe. Die große Mehrzahl sind Schafe. Sie suchen Sicherheit der Herde. Sie rennen in die Richtung, in die alle rennen. Und sie blöken aufgeregt, wenn einer anfängt zu blöken, ohne zu wissen, warum eigentlich. Aber niemand muss ein Schaf sein. Hört auf euch selbst. Glaubt nicht an die Normen der Gesellschaft und geht euren eigenen Weg, gegen alle Widerstände. Bis wir auf Norderney sind, werden wir nicht anhalten. Los geht's. Meinst du wirklich, wir sollen das machen? Ihr habt gesagt, ihr zieht das durch. Und außerdem haben wir alles mit Sascha geplant. Wir müssen das jetzt durchziehen. Dafür, dass du so selten prostest, bist du echt grandios. Vielen Dank. Prost und nur ein klein. Ich muss nachher noch einkaufen fahren mit Eike für seinen Geburtstag. Prost, auf dich. Nee, Vorfallen bringt Unglück. Musst du die ganze Zeit am Handy hängen? Weißt du, dass Brosel nicht so mein Ding ist? Was? Aber ich dachte. Immerhin machen wir was zusammen. Außerdem bist du jetzt dran. Na gut. Komm, Eike! An? Telefon. Nee, jetzt nicht. Ich glaub doch. An. Yay! Super, an. Ubo, es dringt. Eine Schülergruppe aus Bochum ist auf die glänzende Idee gekommen, von Norddeich nach Norderney zu wandern. Durchs Watt ohne Führer. Von Norddeich nach Norderney? Nicht im Ernst? Ja, die letzten zwei mussten die Küstenwache rausfischen. Aber jetzt sind alle Schüler in Sicherheit. Nur der Lehrer ist noch im Watt. Ja, außerdem ist ein Schuss gefallen. Ein Schuss? Ja. Und hat man eine Ahnung, wer geschossen hat? Nein, niemand hat was gesehen. Ich muss unbedingt wissen, was da draußen passiert ist. Ja, ich muss den Eltern heute Abend noch irgendeine Erklärung geben können. Und ich muss auch der Presse was sagen. Ubo, das ist mein freies Wochenende. Eike hat morgen Geburtstag. Wir wollen heute Abend feiern. Na gut, herzlichen Glückwunsch dann. Wir kommen natürlich. Sicher? Dann beeilt euch bitte. Schau so ein bisschen nach Eike. Na klar, solange das Meer hinterm Deich bleibt und Eike hier ein Netz hat. Hm. Komm an, Junge. Tschüss, ne?
bist Laura, richtig? Ich bin Frank Weller und das ist Ann-Kathrin Klaas und wir sind beide von der Kripo auch ich. Danke. Kannst du mir sagen, Laura, was mit eurem Lehrer passiert ist? Wisst ihr, wer geschossen hat? Laura? Hey. Laura, schau mich an. Atme. Alles gut? Alles gut. Schau mich an. Atme. Tief ein. Ja. Gut. Alles ist gut. Du bist in Sicherheit. Das ist alles gut. Alles ist gut. Gut. Ist vorbei. Hörst du? Komm, wir bringen sie erstmal zurück ins Landschulheim und nehmen da in Ruhe die Aussage auf. Felix, Herr Bollmann, wo im Watt habt ihr ihn zuletzt gesehen? Ihr seid heute Vormittag um 10 Uhr mit eurem Ethiklehrer Udo Bollmann nach Norderney aufgebrochen. Ja. Und niemand hat euch gesagt, dass man wegen der Tiefe der Priele und dem Fahrwasser von da nicht losgeht. Das ist extrem gefährlich. Wir sollten den Wolf in uns entdecken. Den Überlebenswillen. Den Kampfgeist. Okay. Und warum seid ihr beide weitergegangen, Felix und du? Die anderen sind umgekehrt, als der Nebel aufgezogen ist. Weil wir eben keine Schafe sind wie die anderen. Wir rennen der Herde nicht hinterher. Ich habe mir mal deine Posts angesehen. Du bist doch Bollmann, oder? Mhm. Wie ist euer Verhältnis? Wie bitte? Ihr wirkt ziemlich vertraut miteinander. Bollmann ist da als einziger Lehrer aufgekreuzt und hat sich volllaufen lassen. Hat sich total daneben benommen. Wollte er was von dir? Oder du von ihm? Wir haben einfach ein Selfie gemacht. Und du hast es gepostet. Warum? Weil du dich gerne mit ihm zeigst? Was wollen Sie von mir? Ich möchte einen Grund, warum du und Felix mit Bollmann weitergegangen seid, obwohl die Priele bereits vollgelaufen sind und der Nebel aufgezogen ist. Was ist mit eurem Lehrer da draußen passiert? Keine Ahnung. Die anderen meinten, sie hätten einen Schuss gehört. Wollen Sie mir jetzt was anhängen? Du und Felix, ihr wart die beiden Letzten, die man zusammen mit Bollmann gesehen hat. Hast du was dagegen, wenn wir deine Kleidung auf Schmauchspuren untersuchen lassen? Felix sagt mir die Wahrheit. Bollmann hat sich überschätzt, dumm gelaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wir bleiben noch ein bisschen hier. Was? Warum? Die Laura hat teilweise so seltsam geantwortet. Außerdem hat sie ein paar Mal auf die Uhr geschaut. Ich glaube, die hat noch was vor. Verabredung oder so. Eike, hallo. Ich wollte nur wissen, wann du kommst. Ja, jetzt dauert's nicht mehr so lang, vielleicht noch eine Stunde. Bis dahin hat der Getränkemarkt zu. Ich fahre an der Tanke vorbei und hol die Sachen da. Ist gut? Kannst du machen, aber ich besorg schon vorher was. Nicht, dass uns der Stoff ausgeht. Okay, gut. Bevor die Party richtig angefangen hat. Mach das. Bis. Tschüss. Du bist eine gute Mutter und eine gute Polizistin. Und es ist nun mal schwer, beides gleichzeitig zu sein. Ich weiß selbst, dass es nicht stimmt.
jetzt nicht mehr aus. Sag mal, müssen wir nicht jetzt auch langsam mal zur Tanke? Ja, ich weiß. So einmal Leckerchen für dich, Schätzelei. Ne? Sascha. Hey. Wie geht's dir? Alles gut. Was ist passiert? Wo ist Felix? Der hat Schiss bekommen. Die denken, da ist was zwischen mir und Bollmann. Hast du denn nicht gesehen? Wir müssen abhauen. Sascha, die denken, dass wir uns an Bollmann rächen wollten. Fuck. Scheiße. Meine Tante hat ein Ferienhaus auf Norderney. Da könnten wir erstmal hin und uns da einen Kopf machen. Kommst du mit? Klar, was für eine Frage, logisch. Pack. Bullen. Okay, wir trennen uns und dann treffen wir uns beim Hafen. Okay. Felix. Stehen bleiben! Halt! Polizei! Ich versuch's von der anderen Seite. Pass auf, vielleicht hat er eine Waffe. Sascha! Oh, Scheiße gebaut. Scheiße gebaut. Patient ist nicht ansprechbar. Vitalzeichen soweit stabil. Wird beatmet. Keine Vorerkrankung bekannt. Innere Verletzung nicht auszuschließen. Tut mir leid, Sie können hier nicht weiter.
Also ist es passiert. Herr Bull und ich, wir waren auf dem Gerüst. Der hat mich gepackt. Ich hab mich einfach nur losgerissen. Und der ist runtergeknallt. Nein. Wir hauen ab. Du plünderst die Konten deiner Eltern und dann hauen wir ab. Wohin denn? Auf jeden Fall irgendwo, wo es warm ist. Wir verstecken uns jetzt erstmal auf Norderney. Und wenn sich alles beruhigt hat, dann sehen wir weiter. Ich möchte sofort informiert werden, sobald die beiden gesichtet werden. Egal zu welcher Uhrzeit. Das gilt auch, wenn Bollmann gefunden wird. Und Marion, die Eltern von Laura und ihrem Freund, müssen es auch wissen. Doch jetzt. Trotzdem ruf sie an. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, dann klingelst du noch mal durch. Hi und bye. Nachrichten nach dem Piep. Alles Gute zum Geburtstag. Für mich? Den richtigen gibt's morgen. Sag mal, was ist denn hier los? Ich dachte 5 bis 6 Leute. Das ist doch keine Party. Ja, es war aber nicht so abgemacht. Warum bist du überhaupt hier? Warum bist du nicht arbeiten? Moin, Peter. Endlich mal wieder Leben in der Bude, was? Nicht ganz mein Leben. Was denkst denn du, was mit Eike gerade los ist? Ach, Eike, wäre schon in Ordnung. Da drin haben ein paar Teenies Sex in meinem Bett. Wir waren doch alle mal jung, oder? Kannst bei uns auf der Couch schlafen. Danke. Frank ist im Krankenhaus. Ein Unfall. Schlimm? Hoffe nicht. Fahr jetzt zu ihm. Gute Nacht, Peter. Nacht, Mann. Viel Glück. Sie können jetzt zu Ihrem Mann. Er ist nicht mein Mann, hat er das. Danke. Danke. Na,
Hey. Ich habe gehört, du hast hier übernachtet. Ja. Wie geht's dir? Es fühlt sich an, als wäre ich gegen den Bus gelaufen. Abgesehen davon geht's mir gut. Ich habe dir ein bisschen was mitgebracht, wenn es dir besser geht. Wäsche. Schlafanzug. Was ist eigentlich passiert? Wir sind dem Typen hinterher, das weiß ich noch. Du bist gestürzt vom Baugerüst. Der Junge heißt Sascha Kirsch, Freund von der Laura, dem Mädchen, weißt du noch? Die war mit ihrem Lehrer im Watt. Der ist immer noch vermisst. Wie war Eikes Party? Ein bisschen ausgeartet. Bin da weg. Bist da weg? Ja, es war seine Party. Ich war irgendwie ein Fremdkörper. Entschuldige bitte, er wird 16, feiert vielleicht die Party seines Lebens und du bist weg. Ja, ist das jetzt daran so schlimm? Es war sein Geburtstag. Du hast auch versprochen, dabei zu sein. Ja, er wollte nicht, dass ich da bleibe. Und du hier im Krankenhaus. Hast du deswegen hier übernachtet? Hubert, was gibt's? Wir haben Bollmann. Er ist tot und du musst zur Obo. Ertrunken oder erschossen? Wie soll ich sagen? Das Erwürgen hat ihn vor dem Ertrinken gerettet. Okay. Bin unterwegs. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Also, Sie haben während der ganzen Zeit sonst niemanden am Strand gesehen, richtig? Die haben Bollmann gefunden, den Lehrer. Muss zu. Danke für die Krimis. Grüße Eike von mir. Gerne. Mit 16 ist er immer noch ein Kind. Als ich 16 geworden bin, warst du auch nicht da. Und? Hat es mir geschadet? Auch wenn er es nicht zeigen kann, er braucht dich. Möglich. Aber vielleicht kann ich ihm auch nicht geben, was er braucht. Weil ich nicht mal weiß, was es ist. Ubo, das ist nicht der Lehrer. Ja, nein, das ist nicht Bollmann. Sondern? Keine Ahnung. Rupert meinte, er wirkt. Ja, definitiv. Luftröhre ist zerquetscht und schau, es gibt Würgemale. Elisabeth Fedli, BKA. Ah, Ubo Heide, Kripo Aurich. Sein Holster hat im Gürtel Druckspuren hinterlassen. Holster und Waffe sind weg. Klaassen, Tag. Ein Kollege von Ihnen? Mein Name ist Thomas Korhammer. Haben Sie irgendetwas? Nein, Frau Fledli, aber die Untersuchung läuft. Warum sind Sie überhaupt hier? Ich lasse ihn abholen. Er wird für weitere Untersuchungen nach Wiesbaden gebracht. Entschuldigung, aber der Tote wurde in unserem Zuständigkeitsbereich gefunden. Das ist nicht nur ein Toter, das ist auch ein guter Freund von mir gewesen. Dann wissen Sie, was passiert ist. Ja, das tue ich. Der Name des Täters ist Gerd Eichinger. Eichinger? Der Serienvergewaltiger? Ja. Das Monster von der Au. Seit seiner Freilassung vor 3 Monaten observieren wir ihn rund um die Uhr. Es gibt ein psychiatrisches Gutachten, das besagt, dass er stark rückfallgefährdet ist. Verstehe. Sicherheitsverwahrung ist in solchen Fällen nicht mehr zulässig. Richtig. Seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht mehr. Tja, da sind wir dann gefragt, die Allgemeinheit zu schützen. Das System ist kaputt, wenn es einen Mörder wie Eichinger frei rumlaufen lässt. Mörder? Woher wollen Sie wissen, dass er Ihren Kollegen umgebracht hat? Korhammer war direkt an ihm dran.
Wir können Sie mit Personal bei der Suche nach Eichinger unterstützen. Ich weiß Ihr Angebot zu schätzen, aber das ist Sache des BKA. Ja, da haben Sie richtig gehört. Udo Bollmann gilt weiter als vermisst. Die Suche wird sofort wieder aufgenommen. Genau, sofort wieder aufgenommen. Danke. Ich habe ihr für die Suche nach dem Täter unsere Hilfe angeboten. Sie hat abgelehnt. BKA, die sind so. Denken Sie, sind was Besseres. Du warst doch auch in dem Verein, Ubo. Ja. Wenn dir ein Gewalttäter entkommt in einer Gegend, die dir fremd ist, bittest du da nicht die örtlichen Kollegen um Hilfe? Ich schon. Die Umstände haben sich geändert. Inwiefern? Sind Sie noch an einem Video interessiert oder nicht? Ja, aber ich möchte, dass es dem Mädchen wirklich wehtut. Ich meine, richtig. Überlassen Sie das mir. Gut. Ich bezahle Ihnen 80.000. Nein, 200.000, das ist der Preis. 80.000 ist der Preis. Wollen Sie das Geld oder nicht? Morgen, Norderney, 150 oder es gibt kein Video. Thank you.
In den Teil der Insel kommen nur ganz selten Touris. Ja, krass schön hier. Früher sind wir hier immer mit Pferden geritten. Es war mega schön. Ja, glaube ich. Guck, da ist es. Darfst doch zuerst baden. Ja, besser ist. Immerhin haben wir uns. Hey, alles gut. Nee. Ist alles gut. Nee, nichts ist gut. Ja, tu mir nicht immer so, als wäre alles easy peasy. Wenn der Bulle tot ist, dann lande ich im Knast. Super. Richtig gut. Doch gesagt, die ist schon Ewigkeiten im Heim. Mann, wir haben keinen Strom, keine Heizung, kein Essen, kein Wasser. Ein Dach über dem Kopf. Ja, geil. Ist schon fast wie im Knast. Mann, Sascha, du kommst nicht in den Knast. Ich bin doch wegen Bollmann genauso am Arsch. Hier findet uns keiner. Ich hole uns erstmal was zu essen. An? Den Kollegen auf Norderney ist ein aufgebrochener Wohnwagen bei Ohm Ost gemeldet worden. Hier die Adresse. Okay. Rupert, du fährst mit An nach Norderney. Nein. Anweisung von Obo und ich soll drauf schauen, dass es auch stattfindet. Das kannst du gerne tun, aber ich habe mein Profil mit dem toten BKAler abgeglichen. Wir haben so viel gemeinsam, das glaubt ihr gar nicht. Erstmal Realschule, dann Abitur, dann zum Bundesgrenzschutz. Nach der Entlassung Wechsel zur Polizeischule in Bonn, nach 5 Jahren Streife zu den Zivilen und anschließend 10 Jahre BKA. Und wo sind außer dem Abi die Gemeinsamkeiten? Er kommt aus der gleichen Stadt wie ich. Und die Wehre? Wenn der das zum BKA geschafft hat, schaffe ich das schon lange. Jetzt schaffst du es erstmal nach Norderney. Erstens. Eike. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Was machst du hier? Ich hab dir was zu essen mitgebracht von der Party. Oh, das ist. Sehr Kuchen. Das ist lieb, danke. Hat sie was gesagt wegen gestern? Nö. Du liegst auf der Intensivstation und arbeitest. Marion kann jede Hilfe gebrauchen. Die Ärztin hat ja auch nichts dagegen. Außerdem lenkst du mich ab. Wovon? Angst. Also die Blutung, die kann jederzeit wieder anfangen. Und dann habe ich vielleicht nicht so ein Glück. Weiß Mama das? Wahrscheinlich interessiert sie sowieso nicht, wie es dir geht. Doch, das macht sie bestimmt. Aber sie ist nun mal. Ja, sie ist, wie sie ist. Ja, und das ist scheiße. Oh Gott, Eike, ey. Sag mal, liebst du sie eigentlich? Na ja. Woran machst du das fest? Daran, wie sehr sie dich nervt, wenn sie da ist. Total manchmal. Und wie oft wünschst du dir, dass sie dann verschwindet, auf Nimmerwiedersehen? Jedes Mal. Und dann tut's dir aber leid, wenn du so denkst. Ja. Willkommen im Club. Warum sollte das BKA uns von der Überwachung in Kenntnis setzen? Es geht hier um Sexualverbrecher, nicht um eine Terrorzelle. Die wollten die Öffentlichkeit nicht aufschrecken. Stell dir vor, es wäre bekannt geworden, dass dieses Monster hier Urlaub macht. Der Typ ist der letzte Abschaum. Ein frauenhassender Serientäter. Er hat den Frauen schreckliche Gewalt angetan, aber es ist immerhin 15 Jahre her.
an. Der ist nicht wegen der guten Luft nach Norden gekommen. Wellness, Saunalandschaft, klingelt. Er ist als rückfallgefährdet eingestuft, hast du selbst gesagt. Und was schlägst du vor? Dann frag das mal das nächste Opfer. Ein Triebtäter beschäftigt 10 Beamte rund um die Uhr, damit die genau das verhindern. Und wenn es kein nächstes Opfer gibt? Was, wenn Eike und seine Freundin die nächsten Opfer wären? Eike hat keine Freundin. Das sind Aufzeichnungen von Überwachungskameras von der Norderney-Fähre. Das sind die letzten 24 Stunden. Gesucht werden Bonnie und Clyde, ungefähr 18 Jahre alt, wollen nicht erkannt werden. Also Bahnhof habe ich jetzt schon durch. Guck mal, sind Sie das vielleicht? Wie kommst du jetzt darauf? Sie haben ja Hoodies an. Die wollen ja nicht erkannt werden. Nope. 2 Männer. Hey, Polizeiarbeit ist ein Geduldsspiel. Der wirkliche Wahnsinn an dieser 900er-Karawanenlinie finde ich ja nicht nur die 2 Toiletten, sondern auch die 2 Eingänge. Da kann meine Frau auf der einen Seite rein und ich auf der anderen Seite rein. Man muss sich nicht... Reden wir mal drüber, ja? Ja, okay. Aber danke. Bis dann, ne? Der Platzwart hat niemanden gesehen, also nur die offene Tür. Und du, was gefunden? Nur die Spusi soll sich das mal anschauen. Könnte sein, dass Eichinger hier war. Eichinger war hier? Hat er das an die Wand gesprüht? Im Wohnwagen war jemand, der vorher im Watt im Matsch rumgestiefelt ist. Auf dem Boden sind Wasserflecken. Hat seine Kleidung zum Trocknen aufgehängt. Das liest du alles aus den Wolken raus. Und an der Wand fehlt ein Kruzifix. Ah. Eichinger hat sich im Gefängnis taufen lassen. Damals ist die Sache ja klar. Das psychologische Gutachten bescheinigt ihm eine starke Hinwendung zum Glauben. Er sucht nach einem Halt in seinem Leben. Ann, der Mann ist ein Mörder. Das halbe BKA ist hinter dem her. Der ist längst über alle Berge. Was, wenn nicht, wenn er hier geblieben ist, eben entgegen aller Erwartung? Moment. Spürst du das auch? Es wird plötzlich so kalt. Eichinger, bist du das? Rupert, ich kann es auch nicht immer genau erklären. Es ist auch nicht nur schön für mich. Aber ich weiß, was ich weiß. Und ich kann mich darauf verlassen. Und du wirst noch sehen, dass ich recht habe.
Tada! Das ist alles. Geh doch selber klauen. Hm? Mach ich doch. Hm? Wasser und Strom läuft. Echt jetzt? Und die Heizung bald auch. Geil, danke. Ich weiß, dass ihr da seid. Macht einfach die Tür auf. Ich tue euch nichts. Wer ist da? Hallo. Ihr hockt doch nicht ohne Grund in dieser Bruchbude. Ihr geht doch nicht ohne Grund Lebensmittel klauen. Scheiße, der hat mich gesehen. Der hat mich beim Klauen gesehen. Was ist, wenn es ein Nachbar ist? Dann können wir reden. Dann ruft mir die Bullen an. Du gehst da jetzt nicht hin. Du gehst da nicht hin. Ich mach jetzt die Tür auf. Hallo. Danke. Schon mal gesehen, oder? Nicht, dass ich wüsste. Wer sind Sie? Mein Name ist Georg Ross. Ihr beide habt was zu verlieren, hm? Was haben wir denn zu verlieren? Er klaut Lebensmittel. Und das hier? Und Sie? Warum sind Sie hier? Ich habe eine alte Dame überfallen. Es hat geregnet, es war dunkel. Ich habe sie einfach nicht gesehen. Ich bin noch raus. Aber sie war auf der Stelle tot. Da habe ich Panik bekommen, bin abgehauen. Zwei Straßen weiter haben sie mich geblitzt. Drum gelaufen. Ihr wisst nicht, wie das ist. Also, haben wir alle was zu verlieren. Ja. Unsere Freiheit. Deshalb schlage ich einen Deal vor. Ein Pakt. Ich gehe keinen Pakt mit irgendeinem wildfremden Typen ein. Lass uns doch erstmal anhören, was Herr Ross vorschlagen möchte. Wir verraten uns nicht gegenseitig. Wir müssen keine Freunde werden. Eine Zweckgemeinschaft, sozusagen. Ich habe Bargeld. Ich habe noch einen Ass im Ärmel. Ich bin Koch. Da. Guck mal, da kann Jacke an. Hast recht. Zeig mal. Können Sie sein, oder? Ja. Gib mal dein Handy, bitte. Meins ist vom Auge ausgefallen. Danke. Oh, fuck. Alles gut? Mm. Soll ich einen Arzt rufen? Mm. Oh, fuck. Oh, mein Kopf. Oh. Hier, Wasser. Der Kopf, der immer. Meine Eltern haben mich in den Ferien hier immer auf dem Reiterhof geparkt. Ja, und da habe ich dann auch meine Tante kennengelernt. Du hast deine Tante kennengelernt? Naja, sie ist eigentlich nicht meine Tante. Ach so. Aber sie sieht aus wie meine Mutter. Ach. Jedenfalls bin ich nachts immer heimlich weg und dann hierher. Dann haben wir zusammen Abendbrot gegessen. Dann war sie wie eine Freundin für dich. Mehr eigentlich. Sie hat mir beigebracht, mich nicht auf andere zu verlassen. Die Hütte, die war echt mal schön. Ich mag diesen verrotteten Charme.
Verrotteter Charme. Nee, wirklich. Ich mag das. Den Verfall, das Vergängliche. Andere finden das hässlich. Ich sehe immer das Schöne im Hässlichen. Du schneidest voll umständlich. Ja. Oh, kannst du das wie in diesen Kochshows so ganz schnell schnippeln? So? Nee, das kann ich nicht. Aber ich kann schneller schneiden als du. Ja gut, das ist auch nicht schwer. Entschuldige mich kurz. Nee, ich bin's. Frank, was machst denn du mit Eikes Handy? Eike ist bei mir. Pass mal auf, ich schicke dir mal einen Screenshot rüber. Ja, von der Überwachung. Das hat Eike entdeckt. Ein Screenshot von was denn? Könnte sein, dass Laura und Sascha auf Northern High sind. Aber guck's dir selber mal an, ja? Okay, danke. Sag mal, warum ist denn Eike eigentlich bei dir? Ich glaube, der wollte einfach mal mit jemandem reden. Na, das ist aber dir ja genau richtig. Wie geht's dir denn? Ganz gut, also unverändert. Das ist ein richtig gutes Zeichen, sagen die Ärzte. Gott sei Dank. Tschüss. Ciao. Mach mal ein Foto, bitte. Warum sagst du, dass es alles gut ist? Es ist alles gut. Oh, fuck. Du bist voll creepy. Wieso spielst du noch damit? Ja, der ist voll nett. Wo ist dein Problem? Mann, der hat uns an den Eiern. Ja, dich vielleicht. Ich wusste gar nicht, dass du so auf Schleimbeutel stehst. Ja, du kannst auch mal helfen, ne? Was ist los, Ann-Kathrin? Eltern von Laura und Sascha, die sind völlig am Ende. Und haben Sie eine Vermutung, wo die beiden sein könnten? Laura kennt Norderney, die waren in den Ferien immer auf so einem Reiterhof. Aber ich habe da gerade angerufen, da sind sie nicht. Laura und Sascha könnten trotzdem beide auf Norderney sein. Und Eichinger übrigens auch. Was? Wie kommst du darauf? Es gibt einige Indizien, die darauf hinweisen, dass Eichinger in den Wohnwagen eingebrochen ist. Und es gibt Bilder von einer Überwachungskamera am Hafen. Das können Laura und Sascha sein. Das könnten wirklich die beiden sein. Und was hast du noch für Indizien? In dem Wohnwagen ist ein Kruzifix verschwunden. Und Eichinger hatte sich gerade taufen lassen. Ein Kruzifix? Ihn triggern junge Pärchen. Die Frauen waren immer blond. Du meinst, Eichinger hat Laura und Sascha in seiner Gewalt? Das hast du jetzt gesagt. Ja, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Nicht in seiner Situation. Entschuldigung, Eichinger ist auf der Flucht. Oh, ich gebe dir recht. Ich sag auch nicht, dass es so ist, aber ebenso wenig dürfen wir es ausschließen. Ja, gut, dann rufe ich jetzt die Fledli an, das BKA muss. Bitte ruf sie nicht an, ich traue der Frau nicht. Ja, die kann nicht anders. Alles, was Eichinger angeht, muss das BKA wissen. Ja? Hallo, Frau Fledli. Heide hier, Inspektion Aurich. Ja, wir vermuten, dass es da Neuigkeiten im Fall Eichinger gibt. Ich höre. Ja, es scheint so zu sein, dass er eventuell auf Norderney ist. Unwahrscheinlich. Wir Material von einer Überwachungskamera am Stuttgarter Bahnhof. Klaassen hier, hallo. Ich finde, wir sollten das trotzdem noch mal überprüfen. Bitte halten Sie sich da raus. Das ist unsere Ermittlungshoheit. Da stimmt irgendwas nicht. Ja, aber du hältst dich da raus, ja? Ja, wenn du dich da einmischst, hast du sofort ein Disziplinarverfahren am Hals. Und nicht nur du, ich auch. Ist mal wieder typisch.
Was? Das BKA in Frage zu stellen. Eichinger ist flüchtig, steht unter Mordverdacht. Der ist nicht auf den Kopf gefallen. Der geht das Risiko nicht ein, irgendwo hinzufahren. Das Beste, was er tun kann, ist, sich ruhig zu verhalten. Solange bis der größte Sturm vorbei ist. Und zwar dort, wo es keiner erwartet, auf Norderney. Wie kommst du eigentlich immer auf diese Ideen? Das würde mich wirklich mal interessieren. Warum sollte das BKA uns anlügen? Vielleicht hat Fädli recht und Eichinger ist bereits weg. Aber was, wenn nicht? Was, wenn er wirklich Laura und Sascha hat? Rupert, willst du das Risiko eingehen? Wir nehmen uns 50 Mann und kämmen Norderney durch. Machen wir eben Fädlis Job. Ich sag euch, was wir jetzt machen. Und zwar Folgendes. Du kommst ein bisschen runter, ja? Du nimmst einen Kaffee und gehst in dein Büro und erkundigst dich, ob die Kollegen Lehrer Bollmann schon gefunden haben. Und ich kümmere mich um die Eltern. Bitte schön. Danke. Was ist das? Die Akten zu Fädlis Fällen. Soll ich dir von Obo geben? Auch abwaschen. Alles gut, ich mach das gern. Ich bin schon fast fertig. Dann trockne ich ab. Okay. Das war echt lecker. Ja, danke. Ich kann überhaupt nicht kochen. Ich kann es dir beibringen. Gerne. Nacht.
In den letzten 5 Jahren sind 3 freigelassene Sexualstraftäter umgekommen. Sie wurden rückfällig, die Truppe rückt an. Opfer gerettet, Täter tot. 3-mal. 3-mal hat Fädli den Einsatz geleitet. Und die Fälle wurden alle untersucht? Ja. Es gab nie Zweifel am Hergang. Die Polizisten sind Helden. Und du denkst jetzt, was? Ich weiß es nicht. Die Fädli hat sich alle Fälle selbst ausgesucht. Vielleicht wurde alles so hingebogen, dass es passt. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht. Aber solltest du dich nicht eher mal um Frank kümmern? Eike oder Frank? Sie haben Frank ein Loch in den Kopf gebohrt. Wie bitte? Er hat eine Hirnblutung. Ich habe sofort den Arzt gerufen. Oh Gott. Wie geht's ihm jetzt? Keine Ahnung, komm einfach. Ich komme sofort. Nie wieder. Was? Vom Baugerüst fallen? Mich schonen zu wollen. Ich wollte nur nicht, dass du dir noch mehr Sorgen machst. Mache ich ja schon genug. Ich will dich nicht verlieren. Guten Morgen. Morgen. Das sieht ja toll aus. Ja. Rührei ist in der Küche vorbereitet. Bin kurz weg. Sie müssen nicht wiederkommen. Wir haben einen Deal. Und ich habe vor, meinen Teil des Deals einzuhalten. Wir auch. Gut. Was sollte denn das jetzt? Ich traue diesem Typen nicht. Der ist kein Koch. Und das mit der alten Dame, das stimmt auch nicht. Der Typ ist ein bisschen strange. Du bist paranoid. Warum hältst du nur zu ihm? Frau Fädli? Hallo. Sie sind unterwegs nach Stuttgart, zu Eichinger, nehme ich an. Was wollen Sie? Ich hab's eilig. Ihre Truppe hat 3 Leute auf dem Gewissen. Nicht 3 Leute, 3 Gewaltverbrecher. Ich kann nachts ruhig schlafen. Ist das Ihr Verständnis von Gerechtigkeit? Selbstjustiz? Verbrecher gehören vor Gericht und nicht umgebracht. Ich werde dafür sorgen, dass Sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Viel Glück dabei. Meine Leute wurden in allen Instanzen freigesprochen. Wir haben unseren Job gemacht. 3-mal fast das gleiche Muster.
Haben Sie ein persönliches Motiv? Frau Klaassen, haben wir nicht alle ein persönliches Motiv für die Suche nach Gerechtigkeit? Was ist Ihr Grund? Du kannst sie nicht lesen. Was soll das denn? Das ist doch nicht der Punkt. Du musst deine Emotionen aus dem Spiel lassen. Das brauchst du mir wirklich nicht sagen, das weiß ich selber. Aber diese Frau macht etwas mit mir. Bei ihr kann ich es einfach nicht. Dann bist du keine gute Polizistin. Warum wollen Sie diese Aufnahmen? Sie erregen mich. Und gleichzeitig verstören Sie mich. Aber ist das nicht die Aufgabe von Kunst? Wo werden Sie es machen? Verraten Sie es mir. Ich traue Ihnen nicht. Ich bekomme das Video bis heute Abend. Wenn nicht, dann sorge ich dafür, dass man sie findet. Ich werde liefern. Ich weiß. Weiß Bescheid. Lassen wir ab. Er hört sonst nie auf. Was ist mit Eichinger? Alles läuft nach Plan. Ich komme. Scheiße! Kripo Aurich. Na? Noch bockig? Georg Ross. Ja, sein Name. Emergency Room? Nie gesehen. Ja, ich auch nicht, aber meine Mama hat's geliebt. Und vor allem diesen Typen. Clooney. George Clooney, genau, George. Ja, wie hieß seine Rolle? Dr. Ross. George Ross. Georg Ross. Und an diesem Typen ist alles falsch. Wir müssen dann eigentlich sofort abhauen. Hallo, bin wieder da. Hallo, ihr Turteltäubchen. Was ist los? Ich möchte, dass Sie gehen. George. Bitte gehen Sie. Willst du wirklich, dass ich gehe? Halt
dich da raus. Sascha, setz dich. Marion, hör zu. Die Feli hat uns angelogen. Das mit Stuttgart ist Bullshit. Die ist auf dem Weg nach Norderney. Ich bin ihr hinterher. Wir sind jetzt hier auf der Fähre. Sag Ugo Bescheid. Ich brauche Verstärkung. Ich melde mich wieder. Los, weiter. Was? Wo ist Frau Fädli? Was? Ihre Kollegin hat uns angelogen. Eichinger ist auf der Insel. Warum wären Sie sonst hier? Ich... Also, was wollen Sie? Ich bin nur der IT-Spezialist. Fuck. Was hat sie vor? Ich kann Ihnen nicht helfen. Wie lange sind Sie schon dabei? Von Anfang an. Dann haben Sie die drei Zugriffe miterlebt, bei denen die Täter erschossen wurden. Ja. Puh. Ihre Chefin muss Sie ganz schön mögen, wenn sie Sie in diesem Zustand arbeiten lässt. Und fahren. Ja, tut sie. Weil Sie ein Paar sind. Deswegen sagen Sie auch nichts. Wir sind kein Paar. Aber sie kümmert sich um Sie. Passt auf mich auf. Das hat sie schon immer gemacht. Sie sind ihr Bruder. Was für eine Rechnung haben Sie beide mit Eichinger offen? Wollen Sie ihn auch erschießen? Der Mann hat seine Strafe abgesessen. Er hat für das, was er getan hat, gebüßt. Gebüßt, ja. Ja. Gebüßt.
Eichinger war 15 Jahre im Gefängnis. Da hat er doch eine Chance auf einen Neuanfang verdient. Typen wie der ändern sich nicht. Ich zeige Ihnen mal was. Das sind wir. Das sind Lizzie und ich. Und dieser Mann da ist unser Vater. Der hat nur wenig Vaterdinge gemacht. Der hat mich missbraucht. Jahrelang. Immer wieder. Immer wieder. Da gab es nie ein Verfahren. Es ging alles so weiter, als wenn nichts passiert wäre. Der war ein richtiges Monster. Für mich hat das nie aufgehört. Keiner von denen darf davon kommen. Keiner von denen. Was ist Ihr Plan? Eichinger eine Falle gestellt. Die wird er nicht überleben. Was für eine Falle? Er denkt, dass er ein Video dreht für einen Kunden. Laura und Sascha. Und das wollen Sie den beiden antun? Gerade Sie? Glauben Sie wirklich, dass Ihnen das irgendwas hilft? Schauen Sie sich doch mal an. Wo ist Ihre Schwester? Wo ist sie? Es läuft folgendermaßen ab. Ihr werdet euch küssen, ihr werdet euch umarmen, ihr werdet euch gegenseitig ausziehen. Und dann wirst du, Sascha, Laura wehtun müssen mit diesen Werkzeugen. Sehr wehtun. Klar. Stehen.
Laura, alles ist gut, Laura. Wir werden frei sein. Wir werden uns lieben. Wir werden zusammen sein, Laura. Hey! Ann-Kathrin Klaassen, Mordkommission Aurich. Was läuft hier? Herr Eichinger, ich will Ihnen helfen. Sie werden gejagt. Sie sind kein Mörder. Ich weiß, dass Sie den BKA-Beamten im Watt in Notwehr umgebracht haben. Lassen Sie Laura gehen. Sie lassen mich nicht in Ruhe. Seit Monaten werde ich von denen überwacht. Sie wollten den Nebel nutzen, um sich abzusetzen. Dieser Idiot hat seine Waffe gezogen und auf mich geschossen. Egal, wo du hingehst, du wirst uns niemals entkommen. Auch jetzt nicht. Mein Kollege musste sterben, weil er sich die Überwachung entziehen wollte. Es macht überhaupt gar keinen Unterschied, ob das Mord war oder Notwehr. Er ist tot! Frau Fädli, legen Sie die Waffe weg. Da wollen Sie uns beide auch noch erschießen. Haben Sie eine Ahnung, was es mit einem macht, wenn man so einen Dreck rund um die Uhr überwachen muss, hä? Immer und immer wieder. Über Monate, über Jahre. Ich hatte meine Familie, ich hatte Freunde. Das ist alles weg wegen diesem Abschaum. Das ist nicht der Grund, warum Sie Eichinger und die anderen erschossen haben. Irgendjemand muss hier Gerechtigkeit sorgen. Sie haben es getan, weil Sie Ihren Bruder als Kind nicht beschützen konnten. Diese Monster dürfen nicht frei rumlaufen. Aber Sie sind doch kein Monster. Ich muss dich trotzdem noch mal zu einem Lehrer befragen. Der wird immer noch vermisst. Ich habe das Gefühl, dass du mir noch nicht alles gesagt hast, was du weißt. Bollmann hat mich belästigt. Auf einer Party. Der Plan war, dass Felix und ich Sascha auf Norderney treffen und ihn dann bedrohen. Dass er sich nicht nochmal an eine Schülerin ranmacht. Darum sind wir nicht umgedreht. Und dann kam der Nebel und Bollmann ist stecken geblieben und
Er hat angefangen rumzuschreien und... Laura! Mach zurück! Mach zurück, hilf mir! Wasser steigt! Hol mich raus! Laura! Komm zurück! Felix! Ich kann nicht raus wollen! Ist das unterlassene Hilfeleistung? Ich denke nicht, dass man das so bewerten wird. Ihr hättet das beide vielleicht nicht überlebt. Es ist verdammt schwer, immer das Richtige zu tun. Was meinst du, wie oft mir das schwerfällt? Und wie oft mir das nicht gelingt? Ah. Herein. Die können die Kollegen sicher noch gebrauchen. Für den Prozess. Tja. Danke. Danke gleichfalls. Dran. Du willst doch jetzt nicht wirklich, oder? Du, es gibt so Tage, da macht so etwas Spaß. Hey, Vorsicht, alles dran!